Es ist natürlich nie besonders schön, das Wort Nein zu hören. Es verbindet alles von der Ablehnung bis hin zum Scheitern. Manchmal wird es schon erwartet, dass die Antwort ein klares Nein ist. In vielen Fällen kommt es jedoch überraschend. Viele Menschen haben Probleme damit, Nein zu sagen, wenn sie etwas Bestimmtes nicht tun möchten. Sie haben Angst vor der Reaktion der anderen und möchten diese natürlich nicht verletzen. Oftmals muss auf der Arbeitsstelle jedoch das Wort Nein ausgesprochen werden, wenn man jemand einen um einen Gefallen bittet. Möglicherweise hat man selbst keine Zeit, diesen Menschen zu helfen oder verfügt nicht über die notwendigen Fähigkeiten. Doch auch im privaten Bereich fällt es Menschen oftmals schwer, Nein zu sagen. Das heutige Video soll dir dabei helfen, zu erklären, warum es dir so schwer fällt und was du dagegen unternehmen kannst. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Du möchtest Bereitschaft und Engagement zeigen. Vor allem, wenn du erst vor kurzem eine neue Arbeitsstelle angetreten hast, möchtest du natürlich besonderes Engagement zeigen. Doch auch wenn du neue Freunde kennenlernst oder deine Familie etwas von dir möchte, fällt es dir schwer, Nein zu sagen. Dies kann mitunter daran liegen, dass es zu deiner Persönlichkeit gehört, anderen Menschen helfen zu wollen. Menschen, die zu allem Ja sagen, machen das Leben natürlich leichter. Vor allem das eigene. Doch oftmals sind es die, die unter einem geringen Selbstwertgefühl leiden. Sie haben ständig Angst, dass man sie nicht mögen könnte oder sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Außerdem werden solche Menschen gerne von anderen ausgenutzt. Du solltest also darauf achten, dass du nicht zu allem Ja sagst, sondern von Zeit zu Zeit auch Grenzen setzt. Es ist wichtig, deine eigenen Bedürfnisse und Vorhaben an die erste Stelle zu setzen. Nummer 2. Du denkst nicht einmal daran, Nein zu sagen. Vielleicht kommst du aus einer Familie oder Gesellschaft, in der stets zu allem Ja gesagt wird. Vermutlich denkst du nicht einmal darüber nach, auch einmal Nein zu sagen, wenn jemand etwas von dir will. Möglicherweise hast du auch Angst, dass du denjenigen, der dich um Hilfe bittet, vor den Kopf stoßen könntest. Im Normalfall ist es allerdings so, dass die Menschen in deiner Umgebung verstehen, wenn du gerade keine Zeit oder keine Kapazitäten hast. Auch in der Arbeitswelt hilft ein selbstbewusstes, klares Nein oftmals schon weiter. Vor allen Dingen Menschen, die ab und zu Grenzen setzen und zu ihrem Nein stehen, werden respektvoller behandelt. Nummer 3. Du denkst, andere könnten dich dann nicht mögen. Es ist mitunter einschüchternd für einen selbst, Nein zu bestimmten Personen im Familienumfeld oder dem Freundeskreis zu sagen. Hierbei ist es egal, ob es sich um den Chef oder um einen Freund handelt. Es liegt in der Natur der Menschen, von allen gemocht zu werden. Deswegen wird das Wort Nein häufig in Verbindung damit gebracht, dass Freunde einen dann nicht mehr mögen könnten. Wenn du jedoch klare Gründe vorbringst, warum du gerade nicht in der Lage bist zu helfen, sollten die anderen Menschen dies respektieren. Wenn du zu jemandem Nein sagst, solltest du darauf achten, dies selbstbewusst rüberzubringen. Menschen, die merken, dass du unsicher bist mit deiner Antwort, werden vielleicht versuchen, dich zu der ungewollten Tätigkeit zu überreden. Sie werden vermutlich so lange auf dich einreden, bis du nachgibst und etwas tust, was du eigentlich gar nicht wolltest. Deswegen ist es wichtig, dass du zu deinem Nein stehst. Nummer 4. Du möchtest deine Beziehung nicht gefährden. Oftmals kommt es vor, dass du auch zu deinem Partner Nein sagen musst. Dies liegt vor allem daran, dass du Angst hast, deine Beziehung zu gefährden. Du tust also so ziemlich alles, was dein Partner möchte, nur damit er dich nicht verlässt. Handelt es sich allerdings um eine starke Beziehung, wird sie sich nicht auflösen, nur weil du manchmal Nein zu etwas sagst. Außerdem ist es gesund, nicht zu allem Ja zu sagen. Dein Partner kann dich so besser respektieren und wird dich nicht, bewusst oder unbewusst, ausnutzen. Außerdem wird er wahrscheinlich vermehrt auf deine persönlichen Bedürfnisse eingehen und selbst einmal zurückstecken. Dein Partner oder deine Partnerin wird verstehen, warum du gerade nicht helfen kannst oder eine bestimmte Sache nicht tun möchtest.
Nummer 5. Du denkst, es gehört sich nicht, Nein zu sagen. Jeder Mensch hat eigene Glaubenssätze und Überzeugungen, nach denen er im täglichen Leben handelt. Diese hängen auch mit unseren Überzeugungen zusammen, was richtig und falsch ist. Du versuchst also, nach genau diesen Werten zu leben. Vielleicht bist du in diesem Unterbewusstsein davon überzeugt, dass du stets nett zu anderen Menschen sein musst und niemals deren Wünsche abschlagen darfst. Jedoch ist es manchmal nötig, seine eigenen Grenzen zu vertreten. Dazu gehört auch, dass du Nein sagst, wenn jemand dich um etwas bittet, das du nicht machen möchtest. Dieses Nein kannst du natürlich freundlich, aber trotzdem bestimmt sagen. Nummer 6. Du hast danach ein unerträgliches, schlechtes Gewissen. Wenn du zu jemandem Nein sagst, fühlt sich das im ersten Moment vielleicht noch richtig an. Dann fängst du aber an, darüber nachzugrübeln und bekommst ein schlechtes Gewissen. Häufig haben Menschen das Problem eines schlechten Gewissens. Sie fühlen sich schlecht und überdenken die Situation, der sie gerade ausgeliefert waren. Es ist wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse und Verpflichtungen in den Vordergrund stellst, da du sonst auf der Strecke bleibst. Es gibt also überhaupt keinen Grund für ein schlechtes Gewissen, nachdem man jemanden abgewiesen hat. Nummer 7. Du möchtest die Gefühle deiner Mitmenschen nicht verletzen. Du hast Angst davor, dass sich die Person vor den Kopf gestoßen fühlt und vielleicht verletzt auf deine Aussage reagiert. Es ist nur menschlich, dass wir andere Personen nicht mit unseren Worten verletzen möchten. Jedoch gehört es zum Leben dazu, auch einmal seine eigenen Grenzen zu vertreten. Besonders wenn du eigentlich viel zu tun hast und dich nicht verzetteln möchtest, haben andere Personen Verständnis dafür. Sie werden in den meisten Fällen nicht ärgerlich sein oder die Freundschaft beenden. Für ein schlechtes Gewissen gibt es also überhaupt keinen Grund. Wenn du trotzdem ein merkwürdiges Gefühl hast, kannst du die Person auch einfach darauf ansprechen. Oftmals interpretieren wir etwas in Menschen oder Situationen, die der Wahrheit überhaupt nicht entsprechen. Du machst dir einfach zu viele Gedanken, weswegen es dir schwerfällt, einer Person gegenüber ein klares Nein auszusprechen. Unser heutiges Fazit: Nein sagen kann man lernen. Grenzen setzen ist wichtig für das eigene Leben. Es bestärkt das Selbstwertgefühl und man beginnt, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Außerdem beginnen andere Menschen damit, deine Hilfe wirklich zu schätzen und sie nicht als selbstverständlich anzusehen. Du kannst auch einfach für dich selbst, wenn du allein zu Hause bist, das Nein sagen üben. So fällt es dir bestimmt leichter, dies auch zu tun, wenn es um andere Menschen geht. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.